Moin Moin und herzlich willkommen. Am 26. Mai finden die Europawahlen statt, wie ihr alle wisst. Ich möchte mit euch in diesem Video aber kurz mal darauf schauen, wie die Europawahlen eigentlich funktionieren und warum sie so wichtig sind. Fangen wir vielleicht erstmal an, warum brauchen wir die Europawahlen? Mit den Europawahlen legen wir fest, wer die Interessen der Bürgerinnen und Bürger im Europäischen Parlament vertritt. Insgesamt werden 751 Abgeordnete gewählt. Wären die Briten ausgetreten, hätten sie nicht mitwählen dürfen, wären es 705 gewesen. Da der Austritt aber jetzt auf den 31.10. verschoben wurde, dürfen die Britinnen und Briten natürlich noch mitwählen, sodass auch in Großbritannien Abgeordnete gewählt werden. Wir wählen also insgesamt 751 Abgeordnete. Wir als Europäisches Parlament entscheiden, wie ihr nicht erst seit der Copyright-Debatte wisst, ein paar Videos dazu habe ich oben euch nochmal verlinkt, zusammen mit dem Rat über die Gesetze der Europäischen Union. Und deswegen ist es so wichtig, dass vernünftige Menschen Abgeordnete werden und deswegen sind auch die Wahlen so wichtig. Wer darf mitwählen? Bei den Wahlen zum Europäischen Parlament darf jeder wählen, der die Unionsbürgerschaft hat, also Bürger eines Mitgliedstaates der Europäischen Union ist. Du musst in Deutschland 18 Jahre alt sein, um hier wählen zu dürfen. In Österreich und auf Malta darf man schon ab 16 wählen. Ich finde übrigens, dass man überall schon ab 16 wählen können müsste. Leider funktioniert das noch nicht. Also in Deutschland 18 Jahre. Man kann übrigens auch als EU-Ausländer oder Ausländerin in Deutschland wählen. Man kann also als EU-Ausländer sich entscheiden, ob man zu Hause in seinem Heimatland wählt oder aber ob man in dem Land wählt, in dem man wohnt. Das funktioniert. Als EU-Ausländer müsst ihr bis zum 5. Mai euch allerdings eintragen lassen in die Liste. Wenn das noch nicht passiert ist, jetzt aber schnell. Ansonsten müsstet ihr in den letzten Tagen eine kleine Karte bekommen haben. Die sieht in den Bundesländern ein bisschen unterschiedlich aus. In Osnabrück ist es eine kleine weiße Karte. Da steht Wahlbenachrichtigung drauf. Und da steht drauf, wo ihr am 26. Mai wählen dürft. Solltet ihr die nicht gekriegt haben, keine Panik, wartet ruhig noch eine Woche. Wenn sie dann allerdings nicht da ist, bitte unbedingt nochmal bei der Gemeinde nachfragen. Man kann allerdings auch ohne die Wahlkarte wählen gehen. Wenn man allerdings aus irgendeinem Grund nicht im Wählerverzeichnis ist, dann nicht. Also keine Karte da, bitte nochmal bei der Gemeinde nachfragen. Am 26. Mai öffnen die Wahllokale in Deutschland um 8 Uhr. Um 18 Uhr schließen sie. Ihr habt also 10 Stunden Zeit, wählen zu gehen. Wer am 26. Mai den übelsten Kater hat, weil er am 25. die derbste Feier des Jahres hatte oder lieber den ganzen Tag Anno 1800 zocken will oder den ganzen Tag Videos auf dem Kanal von Wölken gucken möchte, der muss nicht zur Wahl gehen am 26., sondern kann Briefwahl beantragen. Das heißt, ihr bekommt dann Unterlagen nach Hause geschickt und könnt damit wählen gehen. Oder aber ihr nehmt eure Wahlbenachrichtigungskarte und geht in euer Rathaus oder Stadthaus, das steht genau auf der Karte hin, und da könnt ihr schon an jedem Tag von jetzt bis zum 26. Mai wählen gehen zu den Öffnungszeiten. Es gibt also wirklich keine Ausrede, nicht wählen zu gehen, und die Wahl ist enorm wichtig. Ihr wisst, Entscheidungen werden sehr, sehr knapp getroffen. Denkt nur mal daran, bei der Urheberrechtsdebatte fehlten uns am Ende 5 Stimmen, um wirklich nochmal über Änderungsanträge abzustimmen. Und wenn die 5 Leute vielleicht jünger gewesen wären, dann sähe die Debatte ganz anders aus. Also eure Stimme zählt, wir stimmen oft knapp ab. Lasst euch nicht erzählen, dass ihr mit Wahlen eh nichts ändern könnt. Das stimmt nicht. Wenn ihr jetzt am 26. Mai, so wie ich das machen werde, in die Wahlkabine geht, dann werdet ihr einen Wahlzettel bekommen. Und dieser Wahlzettel ist nicht gerade sehr kurz. Auf dem Wahlzettel stehen 40 verschiedene Parteien. In Bayern steht anstelle der CDU die CSU. Ansonsten sieht der Wahlzettel gleich aus, weil alle anderen Parteien, alle anderen 39 Parteien mit einer bundesweiten Liste antreten. So auch meine Partei, die SPD. Und da bin ich ja bekanntlich auf Platz 12. Bei der Europawahl habt ihr nicht wie bei den Landtagswahlen oder bei der Bundestagswahl 2 Stimmen. Also ihr wählt nicht den Direktkandidaten für euren Wahlkreis und eine Partei, die Liste, sondern ihr habt nur eine Stimme.
Und das ist sehr, sehr wichtig. Ihr dürft auf dem Wahlzettel mit den 40 Namen hier nur ein einziges Kreuz machen. Wenn wir uns den Zettel mal ein bisschen genauer anschauen, werdet ihr sehen, dass bei den Parteien immer die ersten 10 Kandidierenden stehen. Und alle, die danach kommen, stehen leider nicht mehr mit auf dem Zettel. Ich lese jetzt einfach mal alle Parteien vor, die kandidieren. Es ist die CDU, die SPD, die Grünen, die AfD, die Linke, die FDP, die Piraten, die Tierschutzpartei, die MPD, die Partei, Familie, Freie Wähler, Volksabstimmung, EDP, DKP, Bayernpartei, MLPD, SGP, Tierschutz hier, Tierschutzallianz, Bündnis C, BIG, wahrscheinlich BIG, Bündnis für Innovation und Gerechtigkeit, BGE, Bündnis Grundeinkommen, die Direkte, Demokratie in Europa, der Dritte Weg, rechte Partei, bloß nicht wählen, die Grauen, Direkte, auch nicht wählen, die Violetten, Liebe Frauen, Graue Panther, LKR, Bernd Lucke und die liberal-konservative Reformer. Bernd Lucke hat also seinen eigenen Namen in den Namen der Partei geschrieben, auch nicht schlecht. Menschliche Welt, Neoliberale, Öko-Links, die Humanisten, die Partei für die Tiere, Gesundheitsforschung, Volt. Das sind alle Parteien, die auftreten. Ziemlich viele Tierschutzparteien mit dabei. Und die könnt ihr überall in Deutschland wählen, außer die CDU, die könnt ihr nicht in Bayern wählen. Dafür können nur die Bayern Manfred Weber wählen, der ja vielleicht Kommissionspräsident wird. Und das ist wirklich ein bisschen absurd, dass nur Menschen in Bayern tatsächlich Manfred Weber persönlich wählen können. Nicht, dass ich ihn wählen würde, aber nur die Bayern haben überhaupt die Möglichkeit, ihn zu wählen. Und trotzdem wird er vielleicht Kommissionspräsident. Allerdings, dafür braucht er eine Mehrheit im Europäischen Parlament und die ist überhaupt nicht sicher. Also insofern, das wird noch sehr, sehr spannend. Dann macht ihr ein Kreuz auf der Liste. Ich empfehle euch, das Kreuz, Überraschung, bei der SPD zu machen, damit ich wieder reinkomme. Dann faltet ihr den Zettel bitte liebevoll zusammen und werft ihn in die Wahlurne. Und das war's. Das Ganze tut nicht weh, geht super schnell. Wenn ihr zum Wahllokal geht, nehmt irgendwie ein paar Snickers oder Twix mit oder so und gebt das den Wahlhelferinnen und Wahlhelfer, die da den ganzen Tag sitzen und der Demokratie wirklich helfen. Und ich war auch schon selber Wahlhelfer. Es ist ganz nett, wenn man eine Kleinigkeit mitgebracht bekommt. Man freut sich einfach darüber, dass man Anerkennung bekommt. Und es ist dann vielleicht auch nicht so langweilig. Das war's auch schon. Es ist super einfach, ihr könnt am 26. wählen gehen, ihr könnt Briefwahlunterlagen beantragen, die euch nach Hause geschickt werden oder ihr geht einfach in euer Rathaus, in die Stadtverwaltung, je nachdem, was auf der Wahlkarte draufsteht, an jeden Tag von heute bis zum 26. Mai und wählt und helft damit der Demokratie und denkt daran, viele Entscheidungen im Europäischen Parlament sind echt knapp und es kommt wirklich auf jede Stimme an und wenn ihr nicht wählen geht, seid ihr vielleicht am Ende daran schuld, dass doch Menschen für Uploadfilter gestimmt haben. Vielen Dank fürs Zuschauen. Fragen bitte in die Kommentare, ich beantworte sie gerne. Wenn es euch gefallen hat, ein Like wäre super nice. Wenn es euch besonders gut gefallen hat, freue ich mich natürlich auch über einen Daumen nach oben. Und schaut euch gerne auch meine anderen Videos zum Thema Wahlen an. Und in diesem Sinne, haut rein, macht's gut, bis bald, ciao. Thank you.